wenn du dich selbst liebst. Und dann der nächste Schritt ist, andere lieben zu lernen. Also zu deiner Partnerin zu sagen, immer wieder sie mit liebendem Blick anzuschauen und nicht schon wieder, hat sie schon wieder die Klorolle Wandwärts und nicht Chlorwärts gehängt oder ne, sein Haar hängt immer in der Seife rum. Kann er nicht endlich mal lernen, sich vom Neandertaler weiterzuentwickeln und so. Solche Vorwürfe machen wir ständig den Partnern gegenseitig. Ne? Da kann keine glückliche Sexualität entstehen. Das wird eben ein kurzer Sex, wo viel an Spannung abgebaut wird, aber so richtig erfüllend ist das noch lange nicht. Und deswegen gibt es dann auch keinen Grund, warum wir zusammenbleiben sollten. Und wenn dann irgendwie ein Hübscher oder ein Einfühlsamer kommt oder eine hübsche Einfühlsame, dann trenne ich mich sofort, nicht? Aber das ist alles, weil wir eben in Vorwurfshaltungen, in Partnerschaften sind, das gilt unserer Lust. Appetite. Lerne es, deinen ganzen Körper zu spüren, die ganze Haut überall, mitten in deinen Ohrläppchen oder auch in deinem Analbereich, auf deinem Kopf, überall lerne es sinnlich zu empfinden. Vielleicht, wenn du dich von deinem Partner massieren lässt, zärtlich massieren lässt. Mache Kontraktionsübungen mit deinen Genitalmuskeln, also die Hypokotyliosmuskeln oder der Sphinkter, all diese After- und Genitalmuskeln. Wenn du die ständig so zusammenziehst als Übung, zum Beispiel beim Busfahren, wenn du gerade nichts zu tun hast, dann wird dein ganzer innerer Beckenbodenraum noch entspannter, weil da liegen Verspannungen drin und durch dieses Kontrahieren lernen werden die Muskeln auch stärker, sodass also die Frauen auch den Penis mit ihrer Vagina besser umschließen können, aber das ist nur ein Nebeneffekt. Hauptsächlich geht es darum, dass sie uns da drin entspannen. Das kann man dann noch mit Atemübungen natürlich verfeinern und man kann auch, es gibt im Tantra-Yoga solche Atemanhalteübungen oder man kann zum Beispiel auch, wer so mit seinen Bauchmuskeln trainieren möchte, um da auch wieder lockerer zu werden, so eine Art Feueratmen nennt sich das. Also die Schnellbewegung ist das, die uns dann in so eine Art, in dem Fall positiven, also nicht krankhaften Hyperventilationseffekt bringt und der dann uns mehr und mehr entspannt. Ja? Eine weitere Übung für eine gelungene Sexualität ist, sich immer wieder im Spiegel liebevoll anzuschauen und zu schauen, wie kann ich mein Bild von mir selbst lieben. Und wenn ich 50 Kilo zu viel habe, dann nehme ich ab und gehe ins Fitnessstudio. Aber wenn es nur ein kleines Fettpölsterchen ist, dann werde ich vielleicht einfach auch mal das stehen lassen und mich dennoch lieben, aber mich wirklich lieben. Ah, wow, bist du ein schöner Mann, sagst du dann zu dir im Spiegel. Und dann siehst du plötzlich dich mit deinen wachen Augen und plötzlich bist du selbstverliebt. Und das ist kein krankhafter Narzissmus. Meditieren üben kann man auch alleine. Setz dich hin für eine Viertelstunde und versuche mal an nichts zu denken. Das ist großartig. Wir schaffen das natürlich nicht, eine Viertelstunde nicht zu denken. Aber der erste Schritt ist, aufzuhören zu glauben, dass Gedankenlosigkeit nur falsch ist, sozusagen. Dann bin ich ja blöd im Kopf oder so. Ne? Sondern ich bin dann entspannt, ich bin meditativ, ich bin kontemplativ. Aber du schaust, wie zum Beispiel kommt ein Gedanke, wie Wolken lässt du die wieder gehen. Ach, stimmt, war ein Gedanke. Je nachdem, wie schlimm die Gedanken kommen, nicht? Wenn gerade 50.000 verschiedene Rechnungen nicht bezahlt sind, dann lassen sie sich schwer abstellen. Aber letztendlich würde uns Meditation auch befähigen, auch dann in Entspanntheit unsere Schulden zurückzuzahlen, anstatt uns zu grübeln, nicht? Also immer ist Meditation eigentlich ein Beruhiger sozusagen. Ja? Und wenn du das dann also lernst, immer ruhiger zu werden, dann wird auch die Sexualität ruhig und auch in den wildesten, also manchmal wollen ja Menschen sich die Kleider vom Leibe reißen und übereinander herfallen und im wilden Ritt dem Lava-Sonnenuntergang entgegenreiten und im wilden Lustgeschrei einander finden. Auch das kann nur geschehen, wenn wir innerlich dennoch ganz entspannt sind. Also uns durch Yoga, Meditation und andere Techniken entspannt haben.